Frankfurter Stumbo. Willkommen bei der Frankfurter Stumbo. Heute mit dabei der Michael. Hallo. Und der Olli. Hallo. Und ich bin der Andi. Gute. Michael. Ja, bitte. Was rauchen wir denn heute? Wir rauchen eine New World und zwar die Dorado. Ja. Gordito als Format. Ich habe irgendwie spontan, also Olli hat mir vorhin gesagt, Gordito. Ich hatte irgendwie Gordito, wäre eine ganz kleine. Echt? Aber, also habe ich irgendwie so im Kopf gehabt, so halb. Ich weiß, hat mich so ein bisschen, aber macht eigentlich gar keinen Sinn, weil Gordito ist ja Gordo, gell? Die Gordo ist ja die 6x60. Ja. Und das aber Dito hört sich so ein bisschen verniedlich an, so klein. Ja. Eine kleine Gordo. Ja, aber klein ist sie nicht wirklich, gell? Nee. 60er Ringmaß, 5,5 Inch und Boxpressed. Ja, also deswegen Gordito vermutlich, weil die Gordo ist 60x6, gell, und die ist dann 60x5,5. Deswegen Gordito. Gordito. Ja, ein bisschen kleiner. Ja, klein. Ist schon ein Prügel. Ja. Ja, aber noch hält sich noch in Grenzen. Ja. Und ein schönes Format. So, Boxpressed, ja. Ja. Wie wird bei Boxpressed das Ringmaß ermittelt? Vorher, bevor die geboxpressed werden? Oder jetzt irgendwie an der langen, an der kurzen Seite? Gibt es bestimmt eine Formel für. Okay. Ich könnte mir vorstellen, bevor sie geboxpressed wird. Ich hätte jetzt auch mal getippt, bevor sie geboxpressed wird. Ne? Weil ich schätze mal, die machen die ja in dieses Bookfiller rein. Und da hat es ja das ursprüngliche Format. Vermutlich wird es dann gemessen. Oder du weißt ja schon, was für ein Bookfiller du das reinmachst. Weißt du? Ja. In den Gordo-Bookfiller mäßig. Und dann presst du die. Welche Veränderung? Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja, das stimmt. Du hattest mal eine ganze Zeit lang, wo du diesen New World rauf und runter geraucht hast. Diese grüne. Ja. Die grüne oder die rote? Grün. Ja? Ich denke, mit dem Kamerun-Deckblatt war die, gell? Kann das sein? Genau, ich glaube, Kamerun war das, ja. Ja, die habe ich lange geraucht. Ja. Das sind auch gute Zigarren. Das sind sowohl die grüne Kamerun als die andere, die rote auch. Aber du hast gesagt, die kostet 16 Euro, gell? Das hat mich schon ein bisschen überrascht. Ja. AJ Fernandes New World, 16 Euro. Schon teuer. War so erstmal so, oh. Weil ich hatte so im Kopf, diese grüne, diese rote, die waren alle so 11, 12. So habe ich 10, 11, oder? So um den Dreh. Ja, die waren noch im humanen Preis. Ich habe die auch lange nicht mehr geraucht. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch so eine Preiserhöhung hatten, die normal würde sozusagen. Ich mal schätzen. Ja. Kann natürlich sein. Wobei ich meine, ich glaube, die du geraucht hast, war auch so Toro oder Robusto, also auch ein Ticken kleiner als die. Ja. So. Ja. Bisschen, macht vielleicht auch nochmal 1, 2 Euro aus. Aber 16 Euro fand ich jetzt erstmal so, oh. Ist eine Ansage. Ist gewöhnt von AJ. Ja. Ja. Aber gut. Also der erste Eindruck, ich finde, ist eine schöne Zigarre. Muss sagen, das Label, so schön in Gold, man kann es mal zeigen. Sieht echt schön aus. Ja. Macht echt was her. Ja. Ja, dann das Boxpress sowieso. Der macht ja auch geilen Scheiß eigentlich. Mhm. Also ganz viel, was der macht, ist eigentlich auch wirklich gut. Finde ich. Hat auch im Kaltzug, gell? War die echt interessant. So eine ganz interessante, erdige Würze. Ja. Würzig auf jeden Fall, der Kaltzug. Ja. Auch der Geruch schon. Also ich habe die ausgepackt und fand, eine würzige Frische hatte die. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die sind. Seit wann die liegen. Ist eine Puro Nicaragua. So, das Würzige schmeckt schon im Kaltzug. Total. Und das habe ich jetzt auch bei den ersten Zügen schon gleich beim An. Aber nicht so viel Pfeffer, lustigerweise. Erstaunlicherweise wenig. Nee, Pfeffer. Aber ich merke schon so hinten, so was so in die Nase zieht, so ein bisschen. Das habe ich auch. Brennt so leicht. Ja. Ja, also, der ist schon eine starke Nummer. Ja. Und hat auch viel Rauch, ne? Mhm. Viel Rauch und kein Anfängerzigarre, würde ich sagen. Weil auf keinen Fall. Ist erstmal mächtig, wenn du anfängst, die zu rauchen. Meine jüngste Tochter fährt heute zum Geburtstag ihres besten Freundes, der Rheinfeier, der wird 18. Mhm. Und er und sein bester Freund wollten eine Zigarre rauchen. Mhm. Und die Lina wollte die Zigarren schenken. Mhm. Und da hat sie mich natürlich gefragt, kannst du mir 2 Zigarren geben? Mhm. Ja. Und wir hatten schon öfters die Diskussion gehabt, so, was ist eine gute Anfängerzigarre? Nimm am besten keine billig, weil das macht es halt ekelhaft. Ja. Aber wenn du jetzt halt, sag mal, so wie wir relativ viele starke Zigarren rauchst, ist es gar nicht mal so leicht zu sagen, das so, ach, was nennen wir denn da jetzt? Gell? Mhm. Weil, wenn du halt sowas nimmst, selbst im kleineren Format, ist halt einfach. Vergessen. Ist halt, genau. Ich sag dir einfach immer eine Signature. Immer David auf Signature, kannst du nichts falsch machen für Anfänger. Ja. Aber es scheint immer noch ein Ding zu sein, gell? Mit 18 eine Zigarre zu rauchen irgendwie. Anscheinend, ja. Hat jetzt schon ein paar Mal gehabt. Ja. Hört man immer öfter, das stimmt, ja. Aber was hast du jetzt mitgegeben? Noch gar nichts. Achso, okay. Bin noch am Überlegen. Aber ja. Signature, Griffins, sowas kannst du nichts falsch machen. Ja.
Schön cremig, schön mild. Ja, wenig Kratzen, genau. Die dich nicht überfordert irgendwie. Ja, wer weiß, vielleicht züchten wir da ja die neue Generation von Zigarrenrauchern heran. Ja, wer weiß, ja. Ja. So, aber erster Eindruck ist erstmal gut, gell? Sehr gut, ja. Schön. War auch eine Überraschung. Ich hatte auch schon länger keine AJ Fernandes mehr. Ja, ich auch nicht, ja. Mein letzter habe ich bestimmt schon ein Dreivierteljahr her, dass ich die mal hatte. Ja, bei mir auch. Das war letztes Jahr mal in der Lounge. Hatten wir hier schon einen im Podcast? Bestimmt, oder? Puh, bestimmt irgendeine. Vermutlich den Jugend, die du das lang könnte ich mir auch mal vorstellen, ja. Relativ am Anfang bestimmt. Ja. Was auch eine richtig geile Zigarre ist, die gibt es leider in Deutschland nicht. Das ist die amerikanische H. Upman. Mhm. Und zwar, die heißt H. Upman, vergessen, aber ist von AJ Fernandes gemacht. Mhm. Und die ist auch richtig, richtig gut. Ja. Ja. Weiß zwar nicht, wie genau die Kooperation da zustande gekommen ist, oder wer für was, schätze mal, als H. Fernandes ist als Masterblender dann aufgetreten oder so, weiß ich nicht genau. Aber das ist eine richtig geile Zigarre. Ja gut, die faken die doch einfach, oder? Die nehmen doch einfach die Marken, weil die nicht geschützt sind in Amerika. Nein, nein, ich meine jetzt, wie die Kooperation zwischen H. Upman USA und H. Fernandes zustande gekommen ist. Weißt du? Also wer da was genau macht, liefert da US H. Upman quasi den Tabak und aus dem Tabak macht dann H. Fernandes den Blend oder... Weißt du? Oder die Marke ist komplett vogelfrei und jeder, der will in Amerika, darf H. Upman nennen. H. Upman ist auch in Amerika geschützt, halt von einer amerikanischen Firma. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es ist, aber keine Ahnung, J.C. Newman oder irgendeiner der Großen da, die machen. Vogelfrei ist die nicht. Okay. Ist halt immer nur der Streit zwischen dem kubanischen Original und dem... aber das ist halt, ich glaube, wir hatten das Thema schon mal, das ist halt gar nicht, also vordergründig denkt man so, ja, die haben halt einfach Markenklau gemacht. Mhm. Ja. Wenn du da mal so ein bisschen nachforschst bei den einzelnen Marken, ist halt wirklich ganz oft so, dass dann Exilkubaner, die halt vorher zum Beispiel bei H. Upman gearbeitet haben oder da auch federführend waren, dann halt geflohen sind in die USA und da halt H. Upman weitergemacht haben. Mhm. Weißt du? Also ist es erstmal gar nicht so vollkommen verstehe. Teilweise von der Hand zu weisen. Okay. Ja. Aber scheißegal. Die Cohiba USA, die haben sie auch hier rausgebracht. Allerdings nicht mit dem Namen Cohiba. Sondern hab's vergessen. Kam aber letztes Jahr raus. Mann, wie heißen? Ich hab's vor meinem geistigen Auge. Hast du geraucht? Hab's geraucht. Und ich habe eben auch schon vor ein paar Jahren quasi die US-Cohiba geraucht. Mhm. Und fand die echt gut. Ja, gut. Egal. Ja, Martin Walter ist gestorben. Ja. Brutal, gell? Ja gut, war das paar 90? 96, glaube ich. Also, ja. Von daher, gutes Alter. Gutes Alter. Mhm. Ich hab echt gedacht, ich war zu der Zeit gerade, ich war so über ein verlängertes Wochenende in Hamburg und da ist das ja passiert. Deswegen habe ich nur so halb mitbekommen. Hat dann ARD, ZDF, haben die irgendwelche Specials gebracht? So Martin Walser Specials? Ich habe überhaupt nicht verfolgt. Ich habe einfach nur Ticker-Nachricht gesehen. Genau, du hast es auch gesehen. Fertig, Nachrichten abgehakt fertig. Für mich. Ja? Ja. Hast du keinen Bezug zu Martin Walser? Nee. Gar nicht? Nee. Weil? Also du ihn gar nie gelesen hast oder dich gar nicht dafür interessierst? Ich wüsste tatsächlich nicht, ob ich je was von ihm gelesen habe. Schule wahrscheinlich. Ja, das könnte sein. Ich wüsste aber auch nicht was, um ehrlich zu sein. Okay. Und deswegen kein Bezug. Nachricht wie jeder andere. Ehrlich? Ja. Dito, weil ich kenne auch nur vom Namen hören, sagen so, weißt du, Schriftsteller, aber was der geschrieben hat, wie und gelesen haben schon die wahrscheinlich auch nie. Was war das bekannteste so mit? Der springende Brunnen. Okay. Gab es auch noch einen großen Eklat mit Reich Ranitzky damals. Okay. Der springende Brunnen kam, glaube ich, irgendwann in den 90ern raus, wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe. Und er war halt super produktiv, da selbst im hohen Alter noch jedes Jahr ein Buch rausgebracht. Mhm. Und was ich halt bei Martin Walser immer richtig krass fand, so ganz viel hat er so in der Bodenseeregion geschrieben, weil er da gelebt hat. Ich glaube in Überlingen oder so ein Fort von Überlingen irgendwie. Und hat halt immer so Antihelden. Also dem seine Protagonisten waren irgendwie Antihelden und es ging immer so um die, es war immer so eine Gesellschaftskritik mit drin, mit zerbrochenen Charakteren irgendwie. Okay. Ja, aber da gab es ja diesen 98, gab es ja hier in der Peterskirche, gab es ja diesen Eklat, wo er diese Rede gehalten hat. Habt ihr das im Kopf? Nee.
weil es ja wahrscheinlich sind jetzt eh keinen Menschen. aber auf jeden Fall, das gab einen riesen Eklat, weil er hat quasi gesagt, und da war auch damals Ignaz Bubis mit dabei, damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden, und Martin Walser hat quasi so gesagt, es war eine sehr lange Rede, Tenor war so ein bisschen, man kann nicht immer Auschwitz, das hat er wortwörtlich gesagt, immer als Moralkeule nehmen, um quasi, dass man als Deutscher quasi immer stigmatisiert wird. Ja. Und da hat es damals für mein Befinden relativ okay ausgedrückt. Also da war jetzt kein faschistischer Unterton irgendwie mit dabei. Er hat einfach gesagt, ey, das ist einfach nicht geil, dass man quasi selbst jetzt noch, und die Rede war 98, er jetzt noch immer noch Auschwitz als Moralkeule nimmt, um quasi ganz Deutschland so in Geiselhaft zu nehmen. Mhm. So ein bisschen. Und es schwang so ein bisschen mit, dass es immer benutzt wird, um noch Reparationszahlungen zu bekommen oder seine Agenda durchzusetzen, und dass er das nicht geil findet. Okay. Und ich weiß noch, er hat damals eigentlich Standing Ovation dafür bekommen, bis auf Ignaz Bubis und seine Frau, die auch da waren. Okay. Und das hat er noch Jahre nachgehalt. Okay. Das war dann immer so ein... Er wurde dann immer darauf angesprochen. Okay. So, weißt du? Hat das relativiert irgendwie? Oder hat das er hat es jahrzehntelang nicht relativiert. Okay. Er hat dann irgendwann in den wirklich 10, 15 Jahre später hat er dann mal im Interview gesagt, quasi sinnhaft ausgedrückt, er wünsche sich, er hätte diese Rede nicht gehalten und er wünsche sich, er hätte sich dann damals deswegen quasi nicht mit Ignaz Bubis überworfen. Hat es aber nicht hundertprozentig diese Aussagen zurückgenommen, die meiner Meinung nach nicht zurückgenommen werden müssten. Ja. Aber das war halt immer so wie so ein Damoklesschwert, was immer so über ihm... Hat ihm aber jetzt nicht geschadet irgendwie. Hat ihm eigentlich nicht geschadet, her, ne? Nee. Er ist halt auch einer der großen deutschen Intellektuellen gewesen, sag ich mal. Ja. Da haben schon viele, also jetzt gerade so in der literarischen Szene, Martin Walser wurde halt immer hochgehalten. Mhm. Ja, eigentlich. Hat er einfach auch coole Bücher geschrieben. Okay. Mhm. Dieser Springende Brunnen, das war ein ganz interessanter Roman. Da hat er nämlich, wenn ich es jetzt auch schon Jahre her, dass ich den gelesen habe, der kam entweder vor oder kurz nach dieser Rede raus, wo er so ein bisschen hat er quasi die Zeit um 1930 bis Kriegsende so ein bisschen thematisiert, und zwar aus der Sicht der Landbevölkerung am Bodensee. Aha. Und es ging gar nicht darum, so irgendwie um den Nationalsozialismus zu kritisieren oder zu relativieren oder sonst irgendwas. Er hat einfach nur so versucht, quasi abseits von den ganz großen Themen, die da immer mitschwingen, nämlich klar Holocaust etc. pp., einfach so ein bisschen zu schreiben, ja, wie ist eigentlich das normale Leben für die Landbevölkerung gewesen unter dem Nationalsozialismus. Er hat auch beschrieben, dass es da auch Verfolgung gab, dies, das, jenes, auch abseits jetzt von großen Städten. Weil ganz oft hast du ja, wenn du dann irgendwas aus dieser Zeit liest oder auch Filme siehst oder sonst was, das sind immer die großen Themen. Ja? Berlin, was weiß ich, so, weißt du, also große Schlachtfelder oder sonst irgendwas. Geht ja nie so wirklich um... Ja, eigentlich, kommt drauf an, ne? Eigentlich ist es schon immer so eine Geschichte, sagen wir mal, à la Anne Frank und so, wo sich so sehr fokussiert auf ein Schicksal und damit wird die Geschichte, die große Geschichte erzählt. Es ist aber immer im Großstadt-Setting eigentlich. Zum Beispiel auch die Flash-Trommel von Krass, die ist ja auch, glaube ich, in Danzig. Ja? Okay. Es sind halt immer so urbane Dinge. Es geht eigentlich nie um Dorf. Ja? Das meine ich damit. Ja, okay, verstehe, ja. Und keiner von uns weiß, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es damals in einem 200-Seelendorf anders da war, wie halt in Frankfurt. Das denke ich auch. Wäre mal interessant, ob das genauso die gleichen Dynamiken hat wie heutzutage, wo man ja zumindest ich eher den Eindruck habe, dass es im tiefsten Osten, im kleinen Dorf, radikaler zugeht, als halt in der Großstadt, ne? Die dann doch ein bisschen moderner in Anführungsstrichen ist, oder... Ja. Ja, kann schon sein. Aber wegen Gundam hat mich der Tod von Martin Walser schon, also er ist mitgenommen, wird zu viel gesagt, weil das ist jetzt auch nicht meine Generation irgendwie. Aber so literarisch gesehen war das schon, ich meine klar, 96, so kann ich jetzt auch nicht erwarten, dass der Typ ewig lebt. Ja. Aber gut, da sterben sie weg, ja. Die Jungs. Ja.
Ich habe hier von wegen Dorf und so weiter, gab es vor ein paar Tagen, gab es so eine Sondersendung, ADZDF, über den Parteitag der AfD, von wegen, weil du gemeint hast, ob diese Dynamiken so gleich sind. Und da haben sie uns vom Parteitag gezeigt und haben sie so ein kleines Dorf genommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es im Osten war oder irgendwo in Bayern, keine Ahnung. Und das war halt interessant, weil da haben sie so mehrere Leute interviewt. Und die, ich sage erst mal so, die Stimmung war ganz unterschiedlich. Aber da hat halt einer was gesagt, hat gesagt, ey, die CDU, SPD, Grüne, FDP, die sind immer nur hier, wenn gewählt wird. Mhm. Unter dem Jahr, die einzigen, die man hier sieht, ist die AfD. Mhm. Und da haben sie so gezeigt, da hat die AfD halt auf diesem Marktplatz einfach einen kleinen Stand, das ganze Jahr über. Das ist einfach so ein kleiner Stand von der AfD. Und es vermittelt natürlich für die dortige Bevölkerung den Eindruck, das sind die einzigen, die sich wirklich für uns interessieren. Mhm. Weil die anderen sind immer nur da, wenn es um Wählerstimmen geht. Und sonst das ganze Jahr über nicht. Mhm. Und die sind immer da. Mhm. Ja, ich kann diesen Gedankengang, kann ich schon nachvollziehen. Ja. Das ist jetzt aber nichts Positives von der AfD, das ist eigentlich eher ein Manko, was man den Altparteien zuwerfen sollte, zu sagen, ey, ihr kümmert euch nicht darum. Könnt ihr nicht erwarten, dass die Wähler auf eurer Seite sind. Könnt ihr nicht erwarten, dass ihr da ständig im Fokus seid oder besonders positiv hervorstecht. Das stellt die AfD da schon schlau an, gerade auf den kleinen Orten. Ich meine, hey, da macht es auch die Masse. Ja, macht das in 50 Dörfern und schon, oder Kleinstädten. Ja, aber dass man das nicht durchschaut, das ist auch nur Wahlpropaganda. Weil, was machen die? Die stehen da mit ihrem Stand und dann? Die machen ja nichts. Aber die sind im Kopf. Ja, das ist schon klar. Aber dass man dann davon ausgeht, die AfD tut was für uns und die anderen nicht, obwohl die anderen vielleicht an der Regierung sind und irgendwelche Dinge ins Rollen bringen, was auch immer, Städtebau, was auch immer, dass das dann ausgeblendet wird und zu sagen, ja, aber dieser eine kleine Stand, der da auf dem Marktplatz steht, wo einer Zettelchen verteilt, das ist jetzt was, die kümmern sich. Was machen die denn? Die sind da. Die sind da. Ich weiß nicht mal, ob die sich kümmern, aber ich glaube, das Problem ist natürlich auch, dass du in irgendeinem Dorf in Thüringen, ja, wenn man doch ehrlich ist, die Regierung interessiert sich doch eigentlich einen Scheißdreck dafür. Ja, so wirklich. Eine Regierung ist ja jetzt auch Bürgermeister und sowas von dem Dorf, meine ich jetzt. Ja, aber ich meine, deswegen wird zum Beispiel auch dieser eine AfD-Landrat wurde gewählt. Ja. So, weil du natürlich, wenn man ja versteht, wie so eine Politik aufgebaut ist, ja, da hast du so einen Kreisverband. Du hast diesen Kreisverband, der von dem Kreis da ist. Und die sitzen dann in diesem Dorf, in dem, jeden Dorf, und die machen irgendwas. Mhm. Ja. Ob das jetzt immer produktiv ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Gell? Aber da sind irgendwelche, du weißt doch, in dem Dorf muss doch ständig irgendwas gemacht werden. Ja? Mhm. Ja, wir müssen jetzt hier einen Protest organisieren, um das zu machen. Und wir müssen irgendwelche Anklage ausfüllen, dass das gemacht wird. Und da sitzt dann halt die AfD-Kreisgruppe Thüringen West, was weiß ich, gell? Und die machen halt irgendwas. Mhm. Ja? Und zeigen dann halt auch, was sie machen, während die anderen das halt nicht tun. Mhm. Ja? Und deswegen ist schon dieses Bild, glaube ich, ist dann schon da, wo die Bevölkerung in diesem Dorf dann sagt, okay, da wird was gemacht und die sind da, so aller tu Gutes und rede darüber. Ja, die sind da, die sind jeden Tag mit ihrem Stand hier und jetzt sehen dann, wir haben das gemacht, wir haben dies gemacht, wir haben das gemacht. Ja. Und die Jungs sind ja dann auch, der Typ, der in diesem AfD-Landesverband sitzt oder in dieser Kreisgruppe, der ist halt auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Das ist vielleicht der Wirt, weißt du? So, und dann zieht er so seine Kreise und dann ist das ständig präsent und dann vermittelt das Gefühl, die sind nicht nur da, wenn jetzt gerade Wahl ist, sondern die sind das ganze Jahr über da. Ja. Es funktioniert ja. Mensch, nicht weiß, wen spielen soll. Es funktioniert ja. Ja, anscheinend in einem Dorf. Also mich persönlich, und ich hätte jetzt auch das Gefühl, in einer Großstadt, es interessiert mich doch relativ wenig, ob da ein komischer Stand ist von der SPD, CDU, AfD oder von wem auch immer. Ja. Und die können noch so rumprosaunen, was sie alles Tolles machen, das interessiert mich einfach nicht. Ja. Null. Aber das ist der Unterschied zwischen der Stadt und zwischen Stadt. Das ist der Unterschied zwischen Stadt und Land, glaube ich. Weil ich glaube, so kleine Orte leben halt in ihrer Blase. Anscheinend, ja. Ja, in ihrem kleinen Ort, vielleicht noch mit den Dörfern, die drumherum sind, oder Kleinstädten. Und da ist es eher Thema als hier. Das kann schon sein, ja. Ja? Da unten, was sind denn die großen Themen in so einem kleinen Ort, was ich mir vorstellen könnte jetzt? Zum Beispiel als Vater. So, der Schulbus. Haben wir Anschluss an? Wie ist die Förderung für die Bauern hier? Wie ist die Versorgung von Supermärkten oder einer Bank?
und so. Und wenn sich dann so Parteien halt vielleicht auch drum kümmern, hier, keine Ahnung, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass der Schulbus jetzt auch noch da fährt oder dass die Oma ums Eck noch in die Bank kann, weil wir mit der Bank das geklärt haben, dass die noch Filiale behalten und sie nicht gleich wieder zumachen wie alle überall. So, das sind halt so diese wichtigen Themen für die. Was hast du denn hier in der Stadt? Na, da kann, klar, kann die SPD, die CDU, die AfD hier in Standards interessiert sich nicht, ob die am Supermarkt stehen oder nicht. Ja. Weil du hast deine Supermärkte, du hast deine Straßenbahn, deine Straßen, es ist alles da. Also das sind so Themen. Aber ich glaube, das ist so, was die in so in ihrer kleinen Blase sind, das ganz andere Probleme, als die wir hier in der Großstadt haben. Mhm, ja? Kann gut sein, ja. Und ich denke mal gerade, wie du sagst, die sind nur präsent. Und wenn ich sie nur beim Einkaufen sehe. Und ich weiß genau, ja, der sitzt vielleicht im Elternbeirat oder im... Weißt du, wenn du dann, weißt du, stell mir das so vor, du gehst da zu diesem Tante-Emma-Laden irgendwo im Dorf und da ist ein AfD-Stand und selbst wenn du das kritisch hinterfragst, dann gehst du dem und sagst, was habt ihr eigentlich gemacht? Und dann sagt er, ja übrigens, wir haben das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Ja, und dann denkst du erstmal so, ach ja, das ist ja krass. Ja. Dass es eventuell auch nur eine Taktik ist, quasi so Nepper-Schlepper-Bauernfänger-mäßig, so alle Rattenfänger von Hameln. Wir fangen die jetzt alle ein. Ja, das hast du jetzt einfach mal dahingestellt. Mhm. Der Punkt ist ja nur, es funktioniert ja. Anscheinend. Du siehst ja, dass es funktioniert. Ja. Und das ist halt das Tragische. Ja. Tja, das ist wirklich tragisch. Ja. Ist dasselbe. Ich hab die Tage eine Folge Pluplatz gesehen. Mhm. Ganz, aber das ist eine krasse Parallele. Und da ging es auch irgendwie so um so einen Schwarzen, der in so einem Gangviertel, in so einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen ist. Ja. Und der eine Polizist ist dann in die Schule gegangen, weil da gab es irgendeine Schießerei und so weiter und hat gesagt, ey, ihr müsst doch, wenn ihr mitbekommen habt, wer diesen Typ erschossen hat auf dem Schulhof, hier geht dahin, meldet es und so weiter. Und im Endeffekt haben die dann alle gesagt, ey, also selbst wenn wir das nicht geil finden, wir können das nicht melden, weil wenn wir das melden, wir leben halt hier. Wenn wir das melden, sind wir Zielscheibe für die, weil die mitbekommen, dass wir mit dem geredet haben. Wir können das nicht machen, ja, auch wenn wir das scheiße finden. Und ich glaube, in einem Dorf ist es teilweise ein bisschen ähnlich. Ja. Du bist halt darauf angewiesen, dass der Landwirt von nebenan, wenn der sein Feld mäht, dir vorher Bescheid sagt, dass du das und das machen kannst. Und wenn du ihn halt abfuckst, dann macht er das halt nicht. Mhm. Und es ist nicht so wie hier in der Stadt, wo dir deine Nachbarn im Prinzip scheißegal sein können, wo du nicht darauf angewiesen bist, ob dein Nachbar irgendwas tut, weil du kannst halt Ware X auch bei Y bekommen oder irgendwas, weißt du? Und da geht es halt nicht. Und wenn die dann halt so Leute an so Schaltpositionen haben, sage ich mal, weißt du, oder nur einige Leute eingefangen haben, die halt irgendwie wichtig da sind, funktioniert es halt ohne die nicht mehr. Naja. Oder? Ja. Ja, ist doch halt so. Ja. Ich kann aber auch verstehen, dass die Leute dann nicht ständig alles hinterfragen. Ja, weil die fühlen sich ja sowieso von der Politik verarscht. Ja, das ist ja so der Tenor und sagen, die da oben machen ja sowieso nichts. Oder über unseren Kopf hinweg. Und jetzt wollen die auch noch, dass wir eine Wärmepumpe einbauen, so überspitzt gesagt. Und wir kriegen nur Vorschriften gemacht und das ist wieder scheiße und das ist scheiße. Ja. Aber es betrifft ja eigentlich alle in Deutschland. Natürlich betrifft es alle und die AfD betrifft deswegen nicht, weil die nirgendwo in Regierungsverantwortung sind. Ja, klar. Und deswegen noch nie beweisen mussten, ob die es überhaupt besser oder schlechter machen. Sondern du bist natürlich ständig nur in der Position der Opposition und ständig in der Position, andere Dinge teilweise zu Recht zu kritisieren, die nicht funktionieren. Ob du das besser machen kannst, ist erstmal dahingestellt. Ja. Aber es funktioniert. Ja, offensichtlich. Ja. Es gibt leider auch kein Patentrezept dagegen. Hast du ja gesehen, als Friedrich Merz das mal kurz relativiert hat, die CDU-Brandmauer quasi so halb eingerissen hat, wo er gesagt hat, wo er nur so halb angedeutet hat, ja, dass, ja, das kommunale Ebene, man muss irgendwie mit den Leuten reden, wenn der nur jetzt mal ein AfD-Landrat da ist. Man muss halt mit dem zusammenarbeiten, weil er ist nun mal Landrat. Ja? Und du kommst an gewissen Sachen nicht vorbei. Und im Prinzip ist es ja vollkommen natürlich, weil mehr als 40% haben diesen Typen gewählt. Ja? Der ist nun mal da, der wurde demokratisch gewählt, du kannst den nicht einfach ignorieren. Ja? Im Prinzip, was er sagt, ist er vollkommen, faktisch vollkommen richtig. Und es wird natürlich direkt instrumentalisiert von allen Seiten. Die AfD sagt dann, ach guck mal, hier der Friedrich Merz. Der hat es jetzt gemerkt. Und die Grünen und die Linken sagen dann, Nazi, weil du hast ja gesagt, man müsste mit der AfD zusammenarbeiten. Weißt du, so. Bis von allen Seiten gibt es dann Bashing. Was total verrückt ist, aber... Klug ist aber die Demokratie. Ja. Ja, aber dazu muss halt auch eine demokratische Partei sein, um an der Demokratie zu partizipieren. Ne? Du kannst ja da an ihnen vorbei.
Sie sind nun mal da, sie sind gewählt, demokratisch gewählt. Ein Teil des Volkes will sie. Ja. Und da musst auch du halt wenn wir es nicht wollen. Genau. Und das macht die Demokratie aus. Du kannst die ja jetzt nicht abschotten und kannst sagen, wir verbieten sie einfach mal, weil. Also du findest, Demokratie bedeutet, egal wie radikal deine Einstellung ist, solange es die Leute wählen, ist es demokratisch. Na, sie sind ja offensichtlich nicht radikal genug, dass sie verboten werden. Genau. Ja, aber sie sind schon anscheinend ja an der Grenze. Na, sie sind an der Grenze, sie sind weder verboten. Ich würde sie nicht wählen, weil sie so sind, wie sie sind. Ja. Aber trotzdem haben wir eine Demokratie und wenn mein Nachbar sie wählt, wählt er sie halt. Und wenn so viele sie wählen, dass sie halt in den Stadtrat, Landrat, wo auch immer hinkommen, sind sie halt da. Ja, sie sind da, ja. Ja, und dann musst du gezwungenermaßen, um Politik machen zu können, musst du sie, ja, was, ich will jetzt nicht sagen, du kannst sie schlecht ignorieren. Kannst du schon ignorieren. Ja, aber dann, was passiert denn dann? So ein Landrat kannst du halt nicht ignorieren. Genau, dann passiert da oben nichts. Weil der wurde 50% gewählt und dann ist er da und dann macht er seine Politik. Die für den ganzen Landkreis gelten. Ob du den dann ignorierst oder nicht, ist erstmal scheißegal, weil der macht trotzdem sein Ding. Das Einzige, was du tun kannst, ist, wenn du das so scheiße findest, das nächste Mal nicht für den wählen, nicht, sondern einen anderen. Aber solange der da ist, ist der da. Ja. Das wäre ja also sozusagen, ich ignoriere jetzt unseren neuen Oberbürgermeister, weil ich den scheiße finde. Kannst du machen? Ja, ich meine jetzt nicht die Menschen, die ihn gewählt haben oder nicht gewählt haben, sondern ich meine, es geht ja um die Parteien, um die anderen. Ja. Die können natürlich die Zusammenarbeit verweigern. Nicht mal das können sie, weil es werden Anträge eingereicht. Du musst dich daran irgendwie beteiligen. Ja, du kannst ja alles ablehnen. Das ist ja sinnlos. Ja, aber das ist, weil wenn jetzt die AfD einen Antrag einreicht und sagt, wir brauchen hier eine neue Schule, da kannst du doch nicht nur dagegen stimmen, nur weil diesen guten Antrag die AfD eingereicht hat. Das geht doch, verstehst du, das geht nicht. Aber was passiert denn, wenn du dafür bist? Das ist ein guter Antrag. Ja, also spielen wir mal diese These durch, die sagen, es muss, die sind die Ersten, die stellen diesen Antrag. Wir brauchen hier dann eine neue Schule. Mhm. Ja. Mhm. Das sagst du als SPD, stimmt dagegen. Ja. Weil die Schule ist eigentlich gut, aber weil diesen Antrag die AfD gestellt hat, lehne ich diesen Antrag ab. Das nächste, was auch passiert ist, dass gesagt wird, die SPD will keine Schule abhaben. Ja. Wenn die SPD dafür stimmt, sagen sie, ach ja, guck mal, die stimmen ja doch den AfD-Anträgen zu. Du kannst sie nicht ignorieren. Verstehst du? Die sind da. Und ich glaube, dieses Ignorieren, dieses komplette Abschotten ignorieren, das haben wir ja seit Jahren versucht und es funktioniert nicht. Die haben Umfrage hoch in allen möglichen Ländern, gell? Du siehst doch, diese Taktik funktioniert doch nicht. Mhm. Ja. Ja, ich meine, niemand hat da ein Patentrezept irgendwie, um damit umzugehen. Ich finde es tatsächlich einfach extrem erschreckend. Gar nicht mal, weil wie du gesagt hast, die Themen sind ja zum Teil, sprechen die ja Themen an. Ja. Wo man die durchaus valide sind. Wo man sagen kann, okay, kann man dafür sein, kann man dagegen sein, aber valide, alles gut. Ich habe echt ein Problem mit der Radikalität. Ich auch, ja. Da habe ich wirklich ein Problem damit und ich habe ein Problem damit, dass die aus meiner Sicht, auch wenn wir jetzt hier sehr politisch werden, einfach dumm sind. Um es mal ganz plakativ blöd auszudrücken. Ich möchte nicht mit solchen Deppen wie im Höcke, das möchte ich nicht, dass der irgendwie was zu sagen hat. Ja, hat er aber. Hat er, ja genau. Ja. Aber das finde ich extrem schwierig irgendwie. Ist extrem schwierig, man muss sich halt trotzdem irgendwie damit auseinandersetzen. Ja, auseinandersetzen. Weil verstehst du, das Ignorieren, das bringt ja nichts. Ja. Du müsstest dich ja großflächig damit auseinandersetzen, aber das ist halt total schwierig, weil du kannst ja auch nicht deine ganze Energie als Partei darauf verwenden, irgendetwas anderes zu verhindern. Weil es gibt einfach andere Themen im Land, als nur gegen die AfD zu kämpfen. Weißt du? Das sowieso, ja. Also, und so, die Alice Weidel, die hat, ja, du schnaufst, aber es ist halt leider so. Die hat halt bei diesem Parteitag was sehr Intelligentes gesagt. Ja? Also man kann ja viel über die sagen, aber dumm ist die Frau auf jeden Fall nicht. Dumm ist sie nicht, ne? Nee. Die hat gesagt, die anderen Parteien, die werden nicht mehr an uns vorbeikommen. Ja. Punkt. Und damit hat sie recht. Ja. Kann man nur auf die CDU und CSU hoffen, dass die irgendwann wieder ihren Pfad finden und die Leute mit abholen, die jetzt darüber geschwenkt sind, weil die eben die zweite SPD geworden sind. Ich fürchte, das wird im Endeffekt wird es jetzt vor allem im Osten des Landes darauf hinauslaufen, dass du zwangsläufig, das werden wir mal in den nächsten Landtagswahlen sehen, es kann halt die Situation kommen, dass du nicht mehr regieren kannst ohne die AfD. Ja. Dann ist es vorbei.
Was glaubst du, wenn die was glaubst du, was passiert, wenn die AfD. Du hast, wir haben ja schon gesehen, was hier mit diesem Landratstypen ist. Was glaubst du, was passiert, wenn die AfD den ersten Ministerpräsidenten stellt? Der neue Ministerpräsident von Thüringen wird von der AfD sein. Sag ich jetzt einfach mal so, was dann los ist. Die sind dann überall dabei. Ministerpräsidentenkonferenz. Überall. Die sind drin. Ja? Aber genauso geschimpft hat man, also jetzt nur mal so dahinzustellen, damals, für die Grünen so langsam immer größer wurden. Und alle auch geschimpft haben. Ignorieren wir sie, brauchen wir nicht. Weißt du so, ja, irgendwann mussten sie auch mit denen zusammen. Ja? Und genauso wird es jetzt auch mit der AfD laufen. Wie du sagst, irgendwann, man muss einfach mit ihnen zusammenarbeiten. Weil es geht nicht dran vorbei. Es wird nicht so weit kommen, dass sie irgendwann sagen, die AfD ist radikal, wir verbieten sie. Gefällt dir nicht, gell? Es gefällt mir nicht, weil ich selbst kein Rezept dafür dagegen, keine Meinung, kein. Das macht mich. Ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass ein signifikanter Teil der Bevölkerung die AfD wählt. Ja. Ja. Und da musste man sich halt damit auseinandersetzen. Ja. Oh. Das ist halt, was wir so alles machen, ist doch gerade irgendwie so Symptombekämpfung. Ja, klar. Ja, so, okay, da passiert was, da passiert was, aber der Grund, warum die überhaupt so groß sind, wie sie sind, ja, das ist halt ein sehr großes, also ist halt einfach ein sehr komplexes, vielschichtiges, großes Problem, wo man jetzt nicht sagen kann, wenn wir das machen, ist die AfD jetzt weg. Das wird nicht passieren. Das stimmt, ja. Ja, ich meine, man sieht es ja europaweit, was passiert einfach. Ne? Wir sind ja noch relativ weit zurück, was das Thema angeht. Wir sind ja die Letzten. Weißt du, alle anderen Länder um uns herum haben alle rechtsradikale Parteien, die teilweise in Regierungsverantwortung sind. Ja. Guck dir Italien an. Ja. So, wir sind ja noch, also bei uns ist ja Kindergarten. Ja, deswegen. Aber das ist ja ein Trend, also nicht mal europaweit. Ich meine, so ein Typ wie Bolsonaro in Brasilien, ja. Ich meine, der Typ war ein ausgemachter Faschist. So, das hast du überall. Ja. Überall. Ach ja. Muss man sich halt fragen, so, sind wir eigentlich behindert? Weil wir denken, das ist so scheiße. Mhm. Ja. Oder sind die anderen behindert, die alle wählen? Also, das keine Frage. Aber irgendwann bist du in der Minderheit. Ja, gut, mag ja sein. Aber. Ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass ich, weil ich glaube, dieses in Verantwortung sein irgendwo, das ist ja auch ein Problem, an dem lange die Grünen gescheitert sind. Ja? Die früher ganz lange in der Opposition waren und immer ganz groß waren, Dinge zu bemängeln. Ja. Und als sie dann in Regierungsverantwortung waren, Länderebene und dann aber auch bundesweit, hat man ja gesehen, dass sie auch anfangs damit gestruggelt haben irgendwie. Mhm. Gell? Und sich auch erstmal sortieren mussten. So, du hast ja bei den Grünen den Realo-Flügel, weißt du, so, das musste sich auch erstmal über Jahre irgendwie zusammenraufen, dass man irgendwann was vorausgekommen ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt irgendwie Mainstream-fähig und hat nicht den Eindruck, dass es nur verrückte Baumknutscher sind, die da unterwegs sind. Das hat ja ewig gedauert. Das hat ewig gedauert. Und ich kann mir halt auch bei der AfD vorstellen, dass über Jahre hinweg sich das auch irgendwie, ich sage erst mal, normalisieren wird. Dass die vielleicht irgendwie einfach im Prinzip die Position einnehmen, die CDU vor 30 Jahren hatte. Ja, das wäre Best Case. Ne? Weil die CDU nimmt halt diesen Raum nicht ein mehr, über große Teile. Und auf haben wir letztes Mal schon gesprochen, auf Länderebene hast du dann halt so Sachen wie, keine Ahnung, die Freien Wähler in Bayern, die dann so sind, wie die CDU vor 30 Jahren sind. Aber die CDU ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren. Ja. Das ist halt das große Problem. Das ist es, ja. Ja. Ganz früh hat Franz Josef Strauß gesagt, rechts von der CDU darf es nichts geben. Ja. Ja, so. Absolut richtig. Ja, aber wenn natürlich die CDU immer mehr in die Mitte rückt und dadurch, dass rechts immer größer wird, kannst du nicht mehr sagen, rechts von uns kann es nichts mehr geben, weil du bist keine rechtskonservative Partei mehr. Ja, sondern du bist halt Mitte irgendwo angelangt. Du bist wahrscheinlich ein bisschen rechts von der SPD, aber auch nicht viel. Nee. Ja. So, okay, und der Raum rechts von dir ist halt frei. Ja. Den hast du aber frei gemacht. Der wurde nicht von irgendjemandem freigeschaufelt, den hast du freiwillig aufgegeben. Ja, genauso wie die SPD nicht mehr wirklich links ist, ne? Ja. Also, nur dass halt der Trend anscheinend nicht Richtung links geht, sondern Richtung rechts. Ja. Sonst hätten wir das Thema mit der Linkspartei. Ja. So. Die Linkspartei ist ja quasi in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja, was mir immer noch ein Rätsel ist. Tatsächlich, also gerade wenn ich im Osten wohnen würde
und mir wirklich mal durchlese oder drauf höre, was die AfD sagt und was die Linken sagen, würde ich doch im Leben nicht drauf kommen, wenn es mir jetzt persönlich schlecht geht, finanziell und so weiter, würde ich doch nicht die AfD wählen. Ja. Nur aus Protest. Mhm. Das ist doch totaler Irrsinn. Ja. Aber Protestwähler gab es schon immer. Ja, aber in der Masse, also die, ich glaube auch nicht. Die Unzufriedenheit wächst halt. Was machst du? Gehst du denen, die neu sind und dir versprechen, es wird besser? Ja, gut, okay, das ja. Kann man jetzt ausweiten. Ja, bis zum natürlich. Ultima, aber gerade im Osten. Ja. Ja. Aber du siehst ja auch in den alten Bundesländern, wenn du mal aufs Land fährst, wo gerade irgendwie Wahl ist, ja. Also ich meine hier in Frankfurt, da kannst du ja die Wahlplakate, die von deutlich rechteren Parteien, wie es die AfD ist, die kannst du ja hier, entweder findest du sie gar nicht, ja, nicht oder du mehr. Kannst sie an einer Hand abzählen oder die hängen alle 10 Meter hoch, genau. Weil sie wissen, dass es automatisch so runtergerissen ja. wird. Gell? Umso weiter du da aus den urbanen Ballungszentren rausfährst, umso mehr siehst du dann auch Plakate von der früher NPD. Ja. Gell? Die heißen ja übrigens nicht mehr NPD, die haben sich jetzt in die Heimat umbenannt. Echt? Ja. Ja, gut. ist die Heimat. Ja. Das siehst du da alles. Ja. Ja? So. Also da siehst du doch eigentlich schon dieses... ich sage jetzt mal, dieses Meinungsgefälle zwischen Stadt und Land. Ja, das hast du tatsächlich überall, ja. Überall. Ja. Auch im Westen. Ja. Im Osten ist jetzt offensichtlicher irgendwie, ja. Mhm. Aber ich glaube, die Linken haben halt auch damit gekämpft, dass es halt so busy, weiß ich, kommt ja so PDS, mhm. Linke, PDS und dann viele waren ja noch lange, okay, ist die SED-Nachfolgerpartei mhm. und so weiter. Die haben es natürlich auch jetzt mal ganz abseits von ihren Themen halt auch so historisch relativ schwer gehabt. Ja, es wundert mich, dass die ja. dann im Osten tatsächlich auch so Probleme haben. Hm. Da müssten sie ja historisch eigentlich die meisten Wähler kriegen. Ich glaube, das ist halt so eine innerpolitische Zerstrittenheit. Ja. Weil immer das Letzte, was ich von den Linken gehört habe, war immer, da gab es nur Ärger. Die wollen die Wagenknecht nicht haben und die ist ja sowieso scheiße. Und also das hast du bei der AfD auch gehabt. Gehabt? Du hast es nicht mehr. Jetzt gerade seit allerneuestem nicht mehr. Ja, also ich habe so das letzte Jahr habe ich wenig interne Zerwürfnisse da so öffentlich mitbekommen. Ist die Weidel noch in der AfD? Ja, die Alice Weidel, das ist die Vorsitzende der AfD. Die ist die Co-Vorsitzende vom Chrupalla. Die zwei sind die AfD-Führungsspitze. Okay, ich dachte, die hätte auch mittlerweile nein. das Handtuch geschmissen. Nein, und der Höcke ist jetzt... Der bringt sich doch gerade in Position für eine Kanzlerkandidatur. Okay. Siehst mal, was mich interessiert. Ja, das ist vielleicht der Fehler. Ja, du, das ist klar. Der Fehler. Ja. Ja. Was machst du, wenn Alice Weidel Bundeskanzlerin wird? Was soll ich machen? Auswandern. Nee, was willst du machen? Kannst du nichts machen. Neue Partei gründen. Ja. Anti-AfD. AAFD. Genau. Die Anti-AfD. Ja. Das einzige Parteiprogramm ist, die AfD zu verhindern. Mhm, super. Ja, und du kriegst Wähler. Okay, ja, du wirst Wähler kriegen. Ja, Wähler. Ja. Ja, ja, ja. Schauen sehr politischer mal. Podcast heute. Ja. Was sagen wir eigentlich zur Zigarre? Ich habe mit Martin Walser angefangen. Ja. Ich möchte das nicht, dass das nicht untergehen. Ja. Ja. Schon krass, wie wir da reingerutscht sind, gell? Ja. Ja, Zigarre ist gut. Ja, finde ich sehr gut. Eine starke, ja. gute Zigarre mit einer sehr starken Asche. Ja. Ein bisschen Abbruch. Trockenheit im Mund kriege ich. Ja, aber so ein Ticken, aber so okay. Trinkst du wenig, Mann. Ja. Und aber extrem viel Rauch macht sie. Ja. Merkt man hier im Raum. Also ich habe schon ein paar Probleme mit dem Atmen. Ich atme schon nicht mehr so tief. Ja. Ich bin zu den Flachatmern geworden. Ja, sonst müsste ich husten. Mhm. Ja, aber also viele Rauchentwicklungen finde ich eigentlich gut bei einer Zigarre. Ja, ja, ich auch. Also natürlich schwierig, wenn man in einem kleinen Raum sitzt irgendwie, der ist keine Tropflüftung irgendwie hat, dann ist es natürlich schwierig. Es wird mal Zeit, dass du hier eine einbaust. Danke, ja. Ich finde, die raucht sich auch sehr langsam. Also die brennt nicht so extrem schnell ab. Ne? Ja, wie lange haben wir jetzt gemacht? Eine halbe Stunde? Ja. 40 Minuten. Sogar? Ja, cool, dann mal. Stimmt's, ja. Du bist eine Stunde, 20 Minuten bestimmt Hälfte. Beschäftigt damit. Wir haben mal viel gebabbelt. Du, ja. Aber, wenn ich mir die Länge so angucke. Ja, sind wir nicht weit auseinander, gell? Ja. Ich meine, es ist ein bisschen länger, aber geht eigentlich. Ja. War ja, ich war ja am Wochenende, bis gestern war ich in Hamburg und habe da mal von unserem gemeinsamen Freund, der Christian Finke, der auch übrigens hier schon mal im Podcast war, zum Thema Chaos-Theorie. Da haben wir übrigens mal nicht über politische Themen geredet, sondern über Chaos-Theorie.
Da hat er gemeinsam mit einem Kollegen ein Café in Hamburg aufgemacht. Ja. Leos Café. Kann man hier mal die Fahne hochhalten. Das habe ich am Wochenende besucht. Geiles Café an den Kolonnaden. Kolonnaden, ja. Kolonnaden. An der Binnenalster. Ja. Mhm. Wunderschön gelegen. Schöne Lounge hinten drin. Also wenn man in Hamburg ist, sollte man da bei Leos Café vorbeischauen. Schönes Café, und wenn man so ganz so schlauchförmig, wenn man hinten durchläuft, kommt man in die Lounge. Ist auch eine offizielle Davidoff Lounge. Richtig coole Chesterfield-Möbel drin. Was wir da reinpassen? 14, 15, 16 Leute so, mhm, würde ich mal schätzen. Ja. Riesen Bildschirm, schöne Musikuntermalung. Kleiner, aber feiner Humidor. Ist auch kein Problem, wenn man Zigarren mitbringt. Das ist ein guter. Ich war vorher in Hamburg wahrscheinlich immer im Atlantic Hotel in der Lounge. Mhm. Oder bei Duske und Duske, die jetzt auch übrigens eine Lounge bauen, die Ende des Jahres irgendwie fertig sein soll. Aber das ist eine gute Alternative, muss ich sagen. Ja. Schön gemütlich, kannst du dich hinlocken. Kannst halt auch, bei Duske und Duske, da war ich früher immer, da sitzt halt draußen. Mhm. Ja. War ich auch jetzt diesmal. Habe ich übrigens lustigerweise, das war so krass, bin in Hamburg. Meine Frau wollte unbedingt eine Hafenrundfahrt machen. Mhm. Und ich habe gar keinen Bock auf eine Hafenrundfahrt gehabt. Ich habe gesagt, ey Schatz, mach halt eine Hafenrundfahrt, ich mache irgendwas anderes. Wir waren vorher im Hamburg Dungeon. Mhm. Kennt ihr dieses, nee, Dungeon-Prinzip? Du kennst es. Ja? Ja. Ich sage jetzt mal so überspitzt gesagt, à la Geisterbahn. Ach so, okay. Und in Hamburg haben sie quasi so das 17., 18. Jahrhundert so ein bisschen nachgespielt. Brände, Pest, und da wirst du so durchgeleitet. Ist so ein Fahrgeschäft drin, mhm, und ist ganz lustig. Mhm. Ja. Und wir kamen dann da raus und meine Frau wollte besagte Hafenrundfahrt machen. Ich sag so, ah, kein Bock. Mensch. Und dann sagt sie, ja, weißt du was, Schatz, ich mach doch meine Hafenrundfahrt. Geh du doch zu deinem Duske und Duske. Mhm. Und ich, okay, bin ich dann zu Duske und Duske gelaufen. Und dort treffe ich den Jascha. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ja, von das, der Davidoff Frankfurt Lounge. Ja, mhm. Das letzte Mal vor 5, 6 Jahren gesehen. Okay. Ja, der war früher noch so à la Weinsommelier, mhm, unterwegs. Arbeitet inzwischen der IT. Und ich stehe beim Duske und Duske und frage gerade nach Zigarren. Und da steht auf einmal der Jascha hinter mir. Ja, okay. Und haben uns da so für eine Zigarre hingesetzt und haben halt eine Zigarre bei Duske und Duske geraucht. Ja. Cool. Wie lustig, Mann. Ja. Und das Fantastische ist, der erzählt mir dann, er hat eigentlich ein paar Jahre lang in Hamburg gewohnt, jetzt wohnt er gar nicht mehr in Hamburg, aber ist trotzdem auch gerade zufällig da, zu demselben Zeitpunkt, wo ich da war. Ja. Das war total lustig. Cool. Ja. Ja, was wollte ich eigentlich erzählen? Egal. Ja, also Leos Café sollte man auf jeden Fall besuchen. Auf jeden Fall. Ja. Wie ist da so die Lüftung? Top. Top. Richtig top. Die haben eine Lüftung eingebaut, die war früher bei der AIDA. Okay. Ja. Also kann man nicht meckern, ist wirklich sehr angenehm, aber auch länger drin zu sitzen. Und als ich da war, da hat sich wieder gezeigt, was für geile Typen einfach Zigarrenraucher sind. Mhm. Ich kannte da ja wirklich niemanden. Ja. Und dann habe ich den Leo kennengelernt, habe seine Freundin kennengelernt und dann kam noch eine und da hat der Leo gesagt, ah, du kriegst der und der vom Kiez und der war dann dabei und dann kamen noch 4 andere. Und dann waren alle gemeinsam in der Lounge gesessen, haben Zigarre geraucht, haben ein Schwätzchen gehalten über Gott und die Welt. Es war richtig cool. Cool. Ja, einfach, das war eine richtig coole Erlebnis, mhm, irgendwie. Und das hast du halt so fast immer nur in so einer Zigarren-Lounge. Okay. Weil im normalen halt so, Café kriegst du das nicht. Im normalen Café setzt du nicht einfach hin und sagst, und, ja, Olli, wir sind eine gute Espresso. Ja. Gell? Ja. Macht doch kein Mensch. Ja, 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 gell? Ja. Aber Zigarre so, was rauchst denn du? Ja, ja, so. Das ist schon irgendwie cool. Okay, finde ich, ja, auch. Das hat was. Und ich hatte eine weitere, ich kann schon fast einen Solo-Podcast heute rausmachen. Ja. In Hamburg gibt es das Kaffeemuseum. Okay. Wäre gerade für dich interessant. Mhm. Du bist ja auch so ein Kaffeefanatiker. Mhm. Wir haben dann nicht das Museum besucht, aber in dem Kaffeemuseum gibt es auch ein Café. Mhm. Und die haben wirklich all möglichen Scheiß. Und da habe ich das erste Mal den Katzenscheiße-Kaffee getrunken. Echt, hast du? Diesen Kopi Luwak. Ja. Eine Tasse, 13 Euro. Mhm. Ja, also kriegst du dann so eine French Press geliefert. Und der sagt auch hier, lass 4 Minuten ziehen, dann langsam runter und dann trinken. Wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt da sind, den müssen wir mal probieren. Ja. Ja, weil ich habe den so jetzt noch nirgendwo im Ausschank irgendwo nicht, ne, gehabt. Die, ja, haben den da gehabt. Okay. Ja. Und noch 2, 3 andere wirkliche Raritäten, so einen hawaiianischen irgendwas und noch irgendwas Verrücktes. Okay. Ich sag, diesen Kopi Luwak,
wenn du da ist, probieren. Ja. Das ist natürlich jetzt nichts, was du täglich trinken kannst, wo so ein Test mit 13 Euro kostet. Mhm. Aber das war ein richtig krasser Kaffee. Ja. Ja. Also für alle, die den nicht kennen, Kopi Luwak, das ist, wird von der, gibt es nur, kommt aus Indonesien. Und zwar die indonesische Schleichkatze. Der ihr Hauptnahrungsmittel sind Kaffeekirschen. Und die frisst diese Kaffeekirschen. Und im Verdauungstrakt wird quasi die Kaffeebohne fermentiert. Mhm. Dann scheißt ihr das aus mit den Kaffeebohnen. Mhm. Und es gibt auch nur Wildlese. Dann laufen Leute im Dschungel rum, durchsuchen Katzenscheiße und picken die Kaffeebohnen raus. Krass. Ja? Und das wird dann geröstet und das... Hat dann auch den teuren Preis, gell? Ja, auf jeden Fall, gell, wenn du siehst, was dahinter steckt. Aber das war halt wirklich ein Kaffee, der war gar keine Säure. Okay. Also wirklich so gut wie gar nicht. Nussig, mild, mit so einem leichten, süßen Schokoladenaroma irgendwie. Also ein richtig, richtig geiler Kaffee. Cool. Ich hätte ihn ja am liebsten gehatet eigentlich. Ich sage, ey, so eine Scheiße, wird nur gehypt und dies, das. Aber ich habe ihn getrunken und habe mir so gedacht, boah. Okay, muss ich auch mal probieren. Richtig guter Kaffee. Cool. Ja, das hat mich wirklich überrascht. Hm. Muss ich sagen. Schön. Ja. Also hast du eine gute Zeit gehabt in Hamburg. Mhm. Sehr gut. Und was mich auch sehr überrascht hat, leider Gottes ist ja das Atlantik, gehört nicht mehr zur Kempinski-Gruppe. Ja. Und ich bin ja eigentlich immer nur in Kempinskis, wegen diesem Loyalitätsprogramm, dies, das, Ananas. Auf jeden Fall, Atlantik gehört nicht mehr zum Kempinski, gehört ja zum Marriott. Und das Einzige, was die Kempinski-Gruppe jetzt noch in Hamburg hat, ist die NH-Kette. Mhm. Und da gibt es so 3-4 NHs und dann sind wir NH Hamburg Mitte gegangen. Das ist direkt gegenüber vom, wo St. Pauli spielt, Millerntor. Mhm. Und direkt davor ist der Hamburg Dom. Mhm. Und der Hamburg Dom hat nichts mit der Kirche zu tun, sondern das ist so ein Festplatz. So wie bei uns hier Dippemess. Mhm. Also da sind ja Fahrgeschäfte aufgebaut. Das und da. Wir waren oben im 7. Stock, haben die Suite gehabt und der Balkon, wo man rauchen dann durfte, hatte ich einen direkten Blick auf das Millerntor und auf diesen Dom gehabt. War also auch cool. Top Ausblick, war richtig gut. Und was ich auch gar nicht so im Kopf, ich war schon ein paar Mal in Hamburg, aber das ist immer irgendwie an mir vorbeigegangen. Da gibt es einen riesen Park in Hamburg. Da heißt Planten und Blumen. Mhm. Riesenpark. Und der ging quasi, der fängt an diesem Millerntor an und zieht sich durch die Mitte von Hamburg bis in die Stadtmitte hinein. Okay. Also bestimmt 2-3 Kilometer. Mhm. Und dann konnten wir quasi von diesem NH, Hamburg Mitte, durch diesen Park immer in die Stadtmitte laufen. Oh, cool. Ja. Cool. Und wirklich ein Riesen, also jetzt nicht Central Park mäßig, aber schon richtig groß. Da sind Wasserfälle drin, da ist so ein kleiner See drin, jede Menge Wiesen, Bäume. Also richtig cool gemacht. Ja. Cool. Und das habe ich in der Vergangenheit nie so richtig auf. Habe ich auch nicht auf dem Schirm. Wobei ich total gerne einfach so spazieren gehe. Weißt du, durch einen geilen Park spazieren gehen. Das war richtig angenehm. Die grüne Lunge von Hamburg. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, cool. War richtig schön. Ja, also das ist auf jeden Fall so, wo ich sagen würde, auch geil, wenn ich das nächste Mal wieder in Hamburg bin, irgendwo schön in der Nähe von diesem Park, weißt du, ehrlich gesagt, wir hatten scheiß Wetter gehabt, aber wie unser Concierge im NH sagte, da dann gefragt, und wie war's? Und gut, wo war der denn? Zimmer 718? Meinte, oh, im Zimmer 718. Hat Ihnen das gefallen? Meine ich, hat mir gefallen. Meinte, wenn Sie es aber gesagt hätten, es hätte Ihnen nicht gefallen, dann hätten wir aber ein Problem gekriegt. Ja? So Hamburger Schnauze-mäßig. Ja. Und er hat auch gesagt, ja, scheiß Wetter. Er hat aber auch gesagt, ja gut, nach Hamburg kommt man nicht wegen Wetter. Das stimmt allerdings. Stimmt, nach Hamburg kommst du nicht wegen Wetter. Es hat geregnet. Ja. Und geregnet und geregnet. An einem Tag hatten wir so Aprilwetter, sage ich mal, weißt du? Aber ansonsten war es gegnerisch. Aber war ein Top-Ausflug. Ja, schön. Hamburg ist immer eine Reise wert. Ne? Ja, du bist wieder deine normalen Reise, wie sagt man so schön, du reist ja sonst immer mit Auto oder Flugzeug. Ja, mit dem Zug. Du bist mit dem Zug gefahren. Hey. Es war eine Katastrophe. Wie soll es auch anders sein? Wie soll es anders sein, gell? Und es war sowohl Hinfahrt als auch Rückfahrt jeweils eine Stunde Verspätung gehabt. Mhm. Ja? Auf der Hinfahrt natürlich das Bistro wieder. Natürlich. Ey, wir waren so 2 Stunden unterwegs. Ich komme zu diesem Bistro und zwar irgendwie alles zu. Und da sitzt der eine Schaffner, da sitzt irgendwo, meinte, kann ich irgendwo was zum Essen bestellen? Und zwar so kurz vor Hannover. Mhm. Ja. Er sagt, ja, wir haben gerade Personalwechsel, geht das nach Hannover wieder weiter. Mhm. Aber setzen Sie sich mal, es geht gleich los.
Hab schon 20 Minuten gesessen, kam keiner, hat keiner was gemacht, also gab es nichts zum Fressen auf der Hinfahrt. Mhm. Einfach schon so einen Hals gehabt. Ja. Stunde Verspätung gehabt, Rückfahrt, hat schon genauso angefangen. Ja, der ICE 691, der eigentlich fährt von Hamburg nach Frankfurt, fällt aus. Es gibt einen Ersatzzug, das ist dann der ICE 1293, was weiß ich. Gell? Das war so ein ganz alter ICE, dadurch, dass der Zugwechsel war, sind natürlich auch deine Sitzplatzreservierungen hinfällig, gibt es dann nicht mehr. Gell? Dann war das so ein alter, klappriger ICE, mit dem du durch die Gegend getuckert bist. Und wir fahren so 10 Minuten, dann bleibt der Zug stehen. Und dann sagen die, dann kommt eine Durchsage, ja, vor uns ist ein anderer Zug, das dauert, ja, dann wartet 10 Minuten, dann fährst du weiter, dann bleibt er wieder stehen. Dann sagt er, ja, wegen einem Polizeieinsatz, da und da. Und dann wieder schon, ja, okay, eben war es ein anderer Zug, jetzt der Polizeieinsatz, jetzt ja, einfach nur Scheiße. Immer irgendwas. Ja, ist, ja. Wirklich ist immer irgendwas, Mann. Echt eine Katastrophe. Also wir hatten jetzt keinen Termin gehabt, deswegen war es nicht. Ja, ja. Aber deswegen, es nervt trotzdem. Es nervt einfach, ja. Weil jeweils eine Stunde Verspätung, ja. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ganz ehrlich, wenn ich irgendwelche Termine irgendwo hätte, würde ich niemals mit der Bahn fahren. Ja. Weil das Risiko, dass du gar nicht ankommst, ist einfach so hoch für mich. Ja. Und ich fahre nicht oft Bahn. Aber jedes Mal, wo ich in der Vergangenheit Bahn gefahren, es war immer irgendwas. Ja. Es gab keinen einzigen Zug, keinen einzigen, der pünktlich war oder der nicht irgendwelche Probleme hatte. Ja, und gerade die Strecke nach Hamburg. Ja, gerade, ey. Ja, das ist echt ein Trauerspiel. Ich verstehe das nicht. Und die Kosten sind halt massiv in anderen Ländern so gut. Weiß nicht, ob die nicht verstaatlicht sind oder ob der Staat da besser die Kontrolle hat oder so. Mhm. Aber es ist ja wirklich in Deutschland, wird es ja von Jahr zu Jahr beschissener. Ja. Es war ja mal anders. Es war mal anders. Es war mal anders. Ja. Also deswegen. Da war das ein Vorzeige. Ja. Da war die Bahn, die Deutsche Bahn. Ja, ja. Ja. Pünktlich und sonst was. Ja. Und jetzt? Also verstehst du, alle Verspätungen, die unter 30 Minuten, die sagen ja nicht mal mehr an. Ja, gell? Ja. Weil das ist so, oh Gott. Standard. Das ist halt Standard. Ja, ja. Genau. Und dann du hast letztlich Story erzählt, irgendwie in Japan, wo schon nach 10 Sekunden gilt der Zug als verspätet. Sekunden. Das ist ja lächerlich, Mann. Ja, ja. Mit großer Entschuldigung in der Zeitung. Ja. Ja, ja. Ey, was ist denn hier los, Mann? Ja. Ich denke mir so, Mann, das ist eine scheiß Schiene. Ja. Verstehst du? Da, also, was, wie kann das sein? Und was die hier auch noch machen, das finde ich ja das Abstruseste. Wenn die Züge Verspätung haben, lassen die ja oft dann gar nicht bis zur Endstation fahren, sondern halten vorher. Und dann kommt der Zug praktisch nicht an der Endstation an und somit gilt er nicht als verspätet. Weil er praktisch komplett ausfällt sozusagen. Und dann ist er nicht in der Statistik drin. Ja, schöne Statistik verfälscht. Ja. Das war das Nächste. Unser Zug fährt ja eigentlich Frankfurt Hauptbahnhof, Hamburg Hauptbahnhof. Mhm. Einen Tag vorher kriegt meine Frau eine E-Mail, wird auch nur per E-Mail gesagt, Station Frankfurt Hauptbahnhof entfällt. Oh ja, und jetzt? Genau. Okay. Nichts weiter gesagt. Ja. Da musst du selber recherchieren und dann findest du raus, okay, der fährt von Frankfurt Süd. Mhm. So, für alle Frankfurter, die Frankfurt Süd kennen, Frankfurt Süd ist nicht dafür ausgelegt, dass da 8 ICEs stehen. Nein. Und auf irgendwelche Leute warten. Ja? So, Katastrophe. Ja. Ja, warum? Ja, es gibt irgendeinen Brückenschaden. Mhm. Irgendwo in Frankfurt. Ja, deswegen kann er nicht zum Frankfurt Hauptbahnhof. Ja? Jetzt habe ich mir gedacht, okay, so, wir kriegen das irgendwie geregelt. Ich denke mir jetzt nur gerade mal, meine Mutter will nach Hamburg fahren. Die bucht sich 3 Wochen vor ihr Ticket vom Frankfurt Hauptbahnhof zum Hamburger Hauptbahnhof. Mhm. Und dann ist die oberpünktlich eine halbe Stunde vor Abreise am Frankfurt Hauptbahnhof. Und dann stellt sie fest. Fährt gar nicht. Der fährt gar nicht. Der fährt übrigens von Frankfurt Süd. Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Ja. Ja, das ist vollkommen für den Arsch. Mhm. Ja. Rückfahrt wurde eigentlich gesagt, ja, weil ich da einen Brückenschaden. Mhm. Ja, die Rückfahrt ist übrigens auch nur nach Frankfurt Süd. Wir steigen in diesen Zug und als ist die Ansage, Frankfurt Hauptbahnhof. Und wir wurden abgeholt von meiner Mutter mit dem Auto. In Süd. So, und ich denke mir so, okay, was ist denn jetzt? Fahren wir jetzt nach Frankfurt Hauptbahnhof oder Frankfurt Süd? Also fragen wir den Schaffner. Ja? Und der sagt natürlich, ja, das weiß ich auch nicht. Super. Also heute Morgen waren noch Frankfurt Süd, also ich habe nichts anderes gehört. Ja, kommen wir jetzt Frankfurt Süd oder Frankfurt Hauptbahnhof? Ja, weiß ich nicht. Was? Wir sitzen in einem Zug, der schon fährt. Ja. Und ihr wisst nicht, wo ihr hinfahrt. Geil. Da habe ich das geschickt verstanden. Wir kommen in Köln an. So, also habe ich natürlich meiner Mutter geschrieben, habe gesagt, du, also geplant ist Frankfurt Süd. Aber ich weiß es nicht. Ja? Ich wusste tatsächlich erst, wir sind tatsächlich am Frankfurt Hauptbahnhof angekommen. Okay. Das wusste aber jeder erst, nachdem wir durch Frankfurt Süd durchgefahren sind. Ach, da hat er gar nicht gehalten. Und dort nicht gehalten hat. Oh, super. Und einfach zum Frankfurt Hauptbahnhof gefahren ist. Ey. Da habe ich meine Mutter geschrieben, Mama, du kannst jetzt übrigens vom Frankfurt Süd nach Frankfurt Hauptbahnhof fahren, wir kommen jetzt am Frankfurt Hauptbahnhof an. Ja, geil.
geil. Ne? Das ist nicht, also das war so eine Harley, wo ich denke, wir sind in einem fahrenden Zug und ihr wisst nicht, wo ihr hinfahrt. Ja. Das könnt ihr nicht irgendwie kommunizieren. Oh Gott. Ja, da muss man sich halt echt nicht wundern, ja, dass die Leute fliegen und sonst was. Ja. Also, oh Mann, ey. Ja. Naja, also die Bahn kriegt 2 Punkte. Die Bahn kriegt überhaupt 1 Punkt, Mann. Ja. Nur, wenn wir weniger als 1 Punkt vergeben würden, würde ich noch weniger geben, ja, als 1 Punkt. Ich gebe den -1. Ja. Mann, und das scheiß Erste-Klasse-Ticket mit Sitzplatzreservierung, wobei Sitzplatzreservierung war ja hinfällig, ja, haben wir natürlich trotzdem bezahlt. Kannst natürlich 8 Anträge in 36-Frage Ausführungen schreiben, um dann deine 20 Euro zurückzubekommen. Ja. Ja, was haben wir bezahlt? Das waren 315 Euro. Ja. Also jetzt auch nicht so, dass das jetzt ein Schnäppchen ist, wo man sagt, oh ja, gut, ist halt so, gell? Ja, ja. Ah ja. So. Ja. Die Folge nennen wir Martin Walser, AfD und die Deutsche Bahn. Ja. Wie viele Punkte geben wir denn jetzt egal? Da kommt es auch direkt auf den Punkt, gell? Ja. Ja. Weil wir eben schon bei Punkten waren. Ja. Ich gebe 8 Punkte. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut, aber 16, die kostet 16 Euro. 16 ist ein bisschen hoch, aber für das, was wir so im Vergleich immer rauchen, das liegt es ungefähr so in dem, was wir sonst auch rauchen. Mhm. Und da ich jetzt auch gerade gar nicht weiß, wie jetzt die Preiserhöhung bei AJ Fernandes in dem letzten Jahr war, mag ich das auch nicht beurteilen. Deswegen nehme ich die 16 Euro mal so busy raus. Mhm. Und deswegen kriegt die sehr, sehr gute 8 Punkte von mir. Für mich ein echter Tipp. Aber wenn mich jetzt einer fragt, so, was soll's mal rauchen? Probier doch mal die neue AJ Fernandes. Mhm. Also ich gebe ihr 7 Punkte. Ich finde sie auch ziemlich gut. Ich finde, mir ist ein Tick zu stark. Mhm. Stark ist er, ja. Ja. Also es ist ja nur für Freunde von starken, ja, Zigarren. Deswegen, muss man dazu sagen. Deswegen gute 7 Punkte. Ja. Da wäre ich dabei. Gute 7 Punkte. 8 nicht wegen 16 Euro. Das ist mir, ja, ist schon eine Hausnummer, 16 Euro. Ach komm, 7 Punkte kriegt sie. Wie findest du die im Vergleich zu da, wo du sonst immer geraucht hast? Hast du die noch so ein bisschen im... Ja, da finde ich die besser, die andere. Ja? Ja. Weil sie milder ist, vor allem. Weil sie ein bisschen milder ist, ja. Okay. Ja. Na top, hast du eine gute Zigarre aus? Hat Olli mitgebracht. Hast du eine gute Zigarre aus? Zufall. Zufall. Ich bin gerade gestern an dem Laden vorbeigelaufen, die hatten sie im Schaufenster liegen. Na dann. Ja. Top. Ja. Super. Das ist wieder mal eine lange Folge, gell? Das haben wir knapp eine Stunde. Okay, aber wir hatten auch viel zu besprechen gehabt. Ja. Ja. Wenn ihr übrigens ein Patentrezept habt zum Thema AfD, schreibt es uns in die Kommentare. Ja, unbedingt. Dankeschön. Oder wenn ihr sie wählt, warum? Würde mich echt mal interessieren. Ja. Mhm. Also ich habe einige Leute, aber es gehört jetzt nicht in den Podcast. Okay. Okay. Danke fürs Zuschauen auf YouTube. Danke fürs Zuhören auf Spotify und Apple. Nächste Woche gleiche Welle. Ciao. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.